Ahoi, liebe Schildmann-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Going Medieval Dynasty mit eurem Erik Viking, sondern natürlich mit unserer Truppe. Und gestern haben wir die Werkstatt angezeichnet und am Ende, wo wir aufgehört haben, kam die Jules dazu und hilft natürlich jetzt hier beim Bergbau der Gaby. Was hat es denn genommen? Ein Flegel hat es ausgerüstet. Ein Flegel. Ist natürlich super cool für den Ragnar, denn der kriegt jetzt auf jeden Fall hier potenzielle Verstärkung und die zwei Mädels, die auch zusammen wohnen, das haben wir ja eingestellt, vertragen sich natürlich, das ist sehr gut, wir können das auf jeden Fall wegmachen. Und wir wollten natürlich gucken, dass wir die Werkstatt weiter ausfinden. Wir haben eine neue Forschung, 22 Imkerei, Eisherstellung, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall 30 Bücher, das heißt 8 Bücher noch, damit wir reinkommen ins Schmieden. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig und das ist auch ja erstmal das Nächste, was wir machen. Und dann braucht man wirklich jetzt einen Schmied. Das wäre ganz cool. Das hier würde ich gerne wegschneiden. Wir haben selber Flachs gesät. Und das dadurch, dass wir das haben. Guck mal, Erik kommt gleich dran. Müssen wir auch Flachs abkriegen, eventuell, wenn wir Glück haben. Wenigstens so ein bisschen. Das funktioniert. Das ist super. Das ist absolut super. So, dann können wir erstmal die Räume wieder wegmachen. So, ich will jetzt mal gerade überlegen, ob ich dem Ragnar nicht sage, dass er vielleicht trotzdem jetzt erstmal, er baut halt die Kirche. Ragnar, ich weiß, ich nerv dich, aber bau mal bitte den Erik Konzer Haus fertig. Das muss langsam mal fertig werden, ja? So, wie sieht es denn eigentlich mit Holz aus? Wie viel Holz haben wir denn? Wo ist denn unser Holz? Äste haben wir ja ohne Ende. Das ist das Leder. Wir haben kein Holz, ne? Ich sehe halt gerade das Holz wieder nicht hier. Was ist das? Leder? Wir haben kein Holz. Ey, dann müssen wir jetzt aber mal kurz im Wald. Hier oben war eine absolute, eine Holzwurmaktion bauen. Das war jetzt aber super stark. Das machen wir gleich nochmal. So, jetzt. Das hier erstmal losgelegt wird. Ich denke mal, das wird der Erik Tom auch demnächst dann gleich machen. Und wir müssen unsere Holzplantage anpflanzen. Und die würde ich ehrlich gesagt hier draußen hinsetzen. Die gefällt mir irgendwie hier draußen. Jetzt ist gerade absolut neblig. Ja, es wird auch 19 Uhr. So, hier hin. Hier haben wir halt Leben, ne? Hier haben wir richtig viel Leben. Haben wir hier auch Leben? Haben wir Eisen? Hier oben hätten wir Leben. Das können wir dann ausweiten. Es fehlt Leben. Aber ich will da jetzt eigentlich kein Loch bauen. Lass mal das Leben ruhig Leben sein. Hier ist auch Leben. Da ist auch Leben. Alles gut. Das wird ja hier so dann dieses Bergarbeiter-Ding. Das passt schon ganz gut. Dann würde ich sagen, bauen wir hier die Baumplantage hin. Die braucht man. Wie viel haben wir denn? Ein Birkensetzling. Ein. Wie viel haben wir denn hier von den Setzlingen? Wir haben 29 mal Birke. Wo ist sie? So, wo ist die Birke? Da ist sie. 29 mal Birke. Dann setzen wir die Birke doch gleich hier dran. So. Zack. Alles, was Birke ist, kommt dorthin. Dann haben wir Feldahorn. Alles was Feldahorn, lassen wir einen frei. Jetzt mal hier hin, Plantage. Dann haben wir eine Eiche. Auch hier hin. Machen wir eine richtig schöne Allee hier hin. Apfel bauen wir mal nicht. Ansonsten sehr gut. Läuft. Guck mal, Erik kommt jetzt auch schon wieder gleich dran. Geht aber erstmal pennen. Oh, hoffentlich regnet es nicht, Erik kommt. Nicht, dass du in der Nacht überrascht wirst. Ungünstig. Wie gesagt, wir brauchen einen Schmied. Das wissen wir. Ja, wir brauchen einen Werkzeugleiter. Der ist jetzt mal ganz wichtig. Wie sieht denn forschungsmäßig aus? 27. Wir sind noch nicht dran. Kriegt man hier, ja, hier kriegt man dann so die Dreopen-Grams-Geschichte. Und wenn das mal hier alles weg ist, kommt hier ein richtig schönes Lager hin. Also so ein nicht ganz als Lager. Da kommt dann so eine Art, wie soll ich es jetzt nennen? Gemeinschaftsraum, ja, wo sie alle sich finden. Ich glaube, da gibt es sogar einen Namen. Ja, lass mal kurz gucken. Autospeicherung ist sehr gut, ist immer wichtig. Lazarett, nee, das ist es nicht. Die große Halle. Die Versammlungshalle. Die werden wir bauen. Und ich überlege gerade, ob ich sie ganz in Halle bauen muss und will oder vielleicht doch anders. Gucken wir mal. Dann machen wir das erstmal weg hier. Das funktioniert. Unser schönes Dörfchen. Komm, wir machen es mal von der Draufsicht. Oh, der Wind, guck dir das an. Wenn du überlegst, die Anfänge, wo wir angefangen haben hier, das ist schon krass, oder? Was ich so hier alles entwickelt habe in letzter Zeit. Ich möchte halt auch keine Burg oder so, ne? Ich möchte halt wirklich ein Dorf,
unser Dorf Midgard. Das soll entstehen. Und jetzt regnet es. Ich habe es verschrien. Und der Erik Tom liegt natürlich komplett im Matsch. Ne? Ist ja klar. Jetzt macht er bestimmt auch gleich was. Wir gucken mal kurz. Ja, ja. Die Stimmung geht nach unten. Verzweifelt durstig. Naja, muss er jetzt den Mund aufmachen und nach oben gucken? Dann versäuft er vielleicht. Jetzt ist er feucht. Jetzt müsste aber der Durst weggehen. War ein Spaß. Da müssen wir halt auch demnächst gucken. Was haben wir hier eigentlich? Wie sieht es hier aus? Nicht genug Ressourcen. Was braucht man denn? Johannisbeeren, ne? Ja, ja, die wachsen erst noch. Die wachsen ja halt auch erst noch, ne? So. Naja, Erik, komm, kannst du halt wieder aufstehen und dich trocken machen. So, der Ärzte ins Wach, wer ist es? Der Alex, weil er hungrig ist, ne? Klar. Haben wir schon irgendwo hier ein paar Heidelbeeren oder so? Aber die wachsen dann nächstes Jahr. Die Pilze kommen super, die Kräuter kommen auch. Hier geht es langsam auch los. Den Flachs, den können wir auf jeden Fall auch sehen. Guck mal hier. Ja, ja, ja. Jetzt so langsam geht's voran. Jetzt geht's voran. Auch bei unsere Bäume, die blühen. Unsere Apfelbäumchen blühen. Hervorragend. Was haben wir hier? Das ist doch eigentlich auch ein Apfelbaum, oder? Was wird denn das hier? Ein Strauch. Na, mal gucken, ob der Strauch demnächst auch... Ja, wie groß ist denn unser Hund geworden? Die Luna, guckst du dir an? War die schon immer so groß? Nee, die sind gewachsen, oder? Deswegen, ach, guck mal, der Ragnar baut endlich das Haus. Der Ragnar baut endlich das Haus, oder? Was baust du denn jetzt nochmal? Bauressourcen? Beschattet? Du holst Holz, dann baut er, glaube ich, Erik Toms Haus. Ja, ich glaube, der hat jetzt mal ein bisschen pissig reagiert und hat gesagt, so, pass mal auf, Freund Ragnar. Das kann ja nicht sein, dass hier mein Haus als letztes fertig gemacht wird. Hat er recht. Muss ich sagen, hat er absolut recht. Oh, guck mal hier. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ey, ist das super hier. Was, kann ich mal kurz das haben? Karottenfeld läuft. Bis Samenbildung, hier ist reif. Da wird man, wenn wir demnächst rangehen. Das ist schon stark. Kohlhammer ohne Ende, Kohlsamen, denke ich mal. Sehe ich jetzt leider gerade nicht. Enten ist super da. Also wir sind absolut on top, ne? Bergbau ist nach oben gegangen bei der Jules. Das ist hervorragend. Ich bin sehr zufrieden, Mädels. Also das ist stark. Das ist absolut stark, was sie hier machen. Jules bringt sich auch komplett ein und wir mussten nicht mal kämpfen. Absolut super. Absolut super. Finde ich richtig gut. Freut mich sehr. Guck mal, hier Tierfutter haben wir. 75 Tierfutter. Da liegt schon draußen, oder was? Was ist denn das? Ach, ein Iltis hier. Ein männlicher Iltis. Können wir den ja kurz jagen gehen? Kommt jemand und jagt? Einer müsste ja kommen von Jules und Gamefets, oder? Da haben wir sie beide auf der 1 drin. Nee, die 1 ist ja die Jagd. Ja, ja. Jules Bergbau 1, ist klar, okay. Aber die Gaming müsste kommen und müsste jagen kommen. Sie kommt und jagt. Wir gucken ihr zu. Wenn sie nicht schlau anstellt, trifft sie. Wo ist sie jetzt? Da kommt sie. Komm, wir gucken zu. Och, Gaming. Du hättest dich ranschleichen können. Jetzt mach keinen Scheiß hier. Das ist nur ein Iltis, ne? Jung, zieh ab. Hassen. Alter, wie stark ist denn... Also, das war ja überragend. Der Iltis ist zwar absolut in die Hand gerutscht, ne? Der hat also... Man hat so das Gefühl, dass er jetzt keinen Bock hat, zu leben. Aber hey, ganz cool. Erik Toms Hund ist hier. Der Bewacher ist da. Was machst du jetzt? Oh, Ragnar, bitte. Du hast Holz geholt. Dann bau doch das Haus fertig vom Erik Tom. Das kann doch nicht so schwer sein. Muss ich dir jetzt alles sagen? Der Flachs ist auch schon reif. Der wird an hier. Wahnsinn! Ja, ja. So, wir gucken in die Forschung. Möbel, Stein, Bildhauerei, Rüstungsmacherei. Auch wichtig, brauchen wir aber jetzt noch nicht. Wir brauchen halt wirklich den Schmied. Und dafür... Was ist los? Warum? Wieso können wir es nicht freischalten? Weil wir es schmelzen noch nicht haben. Hier geht es ja noch weiter. Jetzt sehe ich das erst. Ah, Leute. Na, ich bin ja ein Dösbattel. Kartografietisch. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wann kommt denn das Zeug? Hier, gleich 50, 40. 40 Bücher. Alex, schreib wie ein Verrückter. Na, ich bin ja blöd. Der Schmelzofen. Kommt natürlich auch draußen mit dran, ne? Setz dich gerne so. Die gehen mir gerade hier so Jagdschreie.
Der Schmelzofen kommt natürlich hier draußen hin. Ein einsamer Reisender kommt. Ja, mal gucken, was er uns mitbringt und was er kauft. Jetzt werden wir viel kaufen. Viel kaufen und viel verkaufen. Das ist natürlich auch absolut wichtig, ne? Ja, leckst mich am Arsch, du. Nicht genug Betten. Ja, aber das kann jetzt aber fast schon gar nicht mehr sein, oder? Da müsste man Erik Tom jetzt mal kurz sagen, ich weiß, der Gärtner hat gerade, aber hey, der soll mal kurz das Heu hier holen. Dass wir das Bett für die Jules gebaut kriegen. Sonst ist sie nämlich pissig. Wer ist denn verärgert? Erik. Was ist passiert? Ja, weil er nass ist, ne? Ragnar? Baust du das Dach hier wenigstens so fertig für den Pumpel? Weiß ich, frage für einen Freund. Das wäre ganz cool. Dass er wenigstens dann halt doch im Trockner noch pennen kann, falls es nochmal regnet. Ich weiß, es kotzt ihn jetzt gerade tierisch an. Ist leider jetzt nochmal so, oder? Kann ich nicht ändern. So, Jules Bett, ist das schon blau? Das sehen wir jetzt gerade nicht, ne? Ja, ist blau, dann kann er das als nächstes bauen. Wir kommen auf jeden Fall hier durch. Er ist ja wohl. Baust du jetzt bitte das Haus, das Dach da? Der macht gerade so ein bisschen oder die ganze Zeit eigentlich schon, was er will, ne? Ist bereits in Arbeit. Aha. Was ist hier? Ja, Hermine sagt sich. Oh, Hermine macht Hausarbeiten. Sehr cool. Was ist hier los? Ein Wolf, bist du irgendwas? Jud! Ja, Alfred. Ach, Alfred ist der Händler. Ja, jetzt wollte ich gerade ehrlich kommen. Pass mal auf. Die Hermine hat nämlich gerade Zeit. Soll sich mal mit dem Alfred hier austauschen. Und der Ragnar baut jetzt gerade das Bett. Das wird jetzt, glaube ich, ein Gemeinschaftsraum. Wenn das fertig ist. Hier geht's vorher wohl. So, pass auf. Alfred Wallace. 100 Kilo kann er tragen. 27 hat er drin. Alex. Alfred. Alfred, pass auf. Mal gucken, was du hast. Was haben wir denn hier? Gerste. Gerste ist natürlich super, ne? Gerste kauf mal. Alles, was du hast, Alfred. Da bin ich aber knallhart. Flachs brauchen wir erstmal nicht. Alkohol, nö. Also Alkohol gibt es nicht. Hund haben wir selber, das haben wir auch selber. Wir könnten auf jeden Fall nochmal Kräuter kaufen. Der nächste Kampf wird kommen, 176. Ansonsten bietest du uns ja nicht viel an, ne? Du hast noch Rübensetzlinge, das kannst du selber behalten. So, pass auf, Freund. Ich habe hier nämlich viel Tierfutter. So. Ich biete ihm das ganze Tierfutter an. Die Hermine kommt dann sonst gar nicht hinterher. Das können wir ruhig machen. Der soll ruhig das Tierfutter mitnehmen. Das passt. Vielleicht noch ein bisschen Teig. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, das wird knapp. Ist er das getragen oder nicht? 105? Wir sind jetzt schon dran, warte. So viel wollen wir auch nicht bezahlen. Warte. Und zack, nehmen wir. Anzünden. Zack, zack, zack. Hervorragend. Super, danke, Hermine. Hast du gut gemacht. Wir haben absolut super. Ausrichtung auf Treue. Ist doch super. Deswegen ist er auch so gut gelaunt, Alfred. Der ist perfekt. Wir haben Gerste. Und die können wir nämlich pflanzen hier. Sehr stark. Ist das Bett fertig hier? Herr Ragnar, baust du das? Ja, ne? So, es regnet nämlich schon wieder. Tag 11, Freunde. Und Ragnar macht immer noch was er will. Oh, es regnet stark. So, da, Gemeinschaftsraum, habe ich ja gesagt. Jules schläft jetzt mit der Gamey hier drin. Dann hat die auch ihr Bett. Das passt. So, wir müssen dem Ragnar jetzt, geht er wieder pennen. Erik Tom, der liegt mitten in der Tür hier. Wird er jetzt nachts wieder? Etwas müde, verzweifelt, durstig. Ja, wir sind ja dran. Wir sind ja dran. Jetzt gucken wir nochmal kurz in die Forschung. Kann ich einen Graphitisch, den brauchen wir. Holzwaffen. Das ist nämlich der Tisch für Holzarbeit und der Bognereitisch. Und der fehlt natürlich auch hier drin. Ach, hey, nee. Krankenbett. Ja, ich weiß, dass wir das auch noch bauen müssen. Können wir gar nicht mehr. Was war das jetzt noch hier? Warte mal. Lass mich nochmal kurz gucken bei der Werkstatt. Werkzeugwandregal. Haben wir nicht, ne?
Werkzeug, Wandregal. Ich weiß es gerade gar nicht. Bücher. Das haben wir auch noch nicht freigeschalten, ne? Oder war das hier? Nee. Ja, aber wir kommen ran. Was ist hier los? Jules füllt den Proviantbeutel auf. Gamepad füllt Brennstoff auf. Okay. Mäusle, wollt ihr nicht mal ins Bett jetzt? Das wäre ganz cool. Werkzeug, Wandregal. Schwierig. Möbel? Möbel ist es nicht. Da ist es auch nicht drin. Es muss ja dann irgendwo hier sein, ne? Dekorative Strukturen ist es auch nicht. Möbel 2 wird es auch nicht sein. Rüstungsmachertisch, den haben wir halt auch noch nicht. Weinblöcke, Möbel, Werkzeug, Waffenhalterung, Wand, Waffenständer. Da ist es auch nicht dabei. Möbel 2 ist es auch nicht dabei. Rüstungsmacherei ist auch nicht dabei. Ist denn das jetzt hin? Verteidigungsalarm ist es auch nicht. Kartografietisch haben wir auch nicht. Was ist das hier? Karawanenhaltestelle ist okay, wenn meine Karawane kommt, finde ich gut. Holzwaffen, da haben wir auch nicht. Da können wir Holzwaffen hermachen. Das ist die Holzschnitzerei, die brauchen wir in der Kirche. Da haben wir die Schmiede. Steinbild, Schwerter, Streitkolben, Äxte. Wenn wir da hinkommen, wird es richtig heftig, glaube ich. Dekorative Strukturen ist es auch nicht. Möbel, wo ist das hin? Eichenbrüder. Werkzeug, Wandregal. Wir haben es doch freigeschalten. Dekorative Strukturen. Okay. Wir gucken nochmal rein. Dekorative Strukturen. Also hier. Waffenhalterung. Werkzeug, Wandregal. Da haben wir es doch. Und das machen wir hier an die Eingangstüren. Wir wissen ja, dass da eine hinkommt. Zack. Da ist schon eine. Und zack. Dorfbewohner verhungern. Wer denn? Er ist doch was. Es ist 8 Uhr morgens, Freunde. Macht denn so eine Action hier? Händler, Forschung verfügbar. Okay. Imkerei, dekorative Struktur. Nein, wir warten jetzt definitiv auf die Holzwaffen. Das heißt, wir brauchen noch 5 Bücher. Das muss klappen hier mit der Schmiede. Und ich sage jetzt aber ihm hier, dass er jetzt hier vom Erik kommt, das Ding hier durchzieht. Ne? Wir müssen jetzt. Das ist so Wahnsinn, die Mädels hier. Ne? Guckt ihr das an? Und sagt, was sie hier rauskloppen. Kohle ist da. Regen ist da. So, die treuen Söhne Englands sind gegangen. So, pass auf, wir bleiben jetzt so lange dran beim Wagner, bis er das Ding hier gebaut hat. Dass der Erik kommt jetzt hier pennen kann, bereits in Arbeit. Ne? Das sehe ich noch nicht. Das sehe ich aber so noch nicht, Freunde der Sonne. Erik Tom kommt halt gar nicht mehr hinterher, ne? Was der hier alles abbauen muss, aber es ist okay. Wenn wir das zu haben, sind sie eigentlich alle glücklich. So, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das Haus würde ich gerne so lassen. Hier. Machen wir natürlich nochmal für die Mädels. Eine schöne Optik. Sieht die schön aus? Die sieht schön aus. Doch, ja, die sieht schön aus. Das Haus können wir so lassen. So. Die Optik ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Passt, 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 passt. Erik Tom, guck mal. Guck mal, was er macht hier. Erik Tom, guck mal, dein Haus wird fertig. Macht er das jetzt auch gleich noch hier? Wir gucken kurz. Ja. Wollte er gerade nicht machen. Aber Erik Tom schläft demnächst im Trocknen. Bricht eventuell sein Brot auch mal rein. Boah, wir haben so viel Kohle, dass er verrottet. Das gibt's ja nicht. Ja, da merkst du aber schon, dass die zwei ihren Platz brauchen, ne? Ihre Halle zum Futtern. Das ist halt ganz wichtig. Fleisch ist verdorben. Das gibt's ja gar nicht. Was jetzt baut er hier das Zeug? Ja, okay, wenn du das baust, ist das in Ordnung, weil dann kann ich nämlich hier, was kann man hier, die Kräuter wieder einpflanzen lassen.
Wenn du das jetzt zumachst, dann bauen wir das gleich. So, hier geht schon die Karotte in die Blüte. Nee, du bist der Wahnsinn. Da muss man auch mal loben jetzt, ne? Den Jungen. So. Warte mal. Södele, Kümödele. Hammer. Was habe ich jetzt gebaut? Karotten. Ich bin so blöd. Es sind noch Kräuter. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Ah, nö, da wird nichts gesagt. Da wird nichts gesagt. So, und die haben wir einzeln gesetzt. Zack. So, wir bauen da jetzt nochmal Kräuter an, ne? Weil wir es nämlich können. Hä? Kräuter. Kräuter. Okay. Das sah jetzt ganz merkwürdig aus. Das sah jetzt auch auf der Rübenmann gepflanzt. So. Passt. Was macht er hier? Guck mal, hier sind Kräuter. Sammeln. Dann kriegt man Kräuter-Seed. Die Kräuter müssen wir sammeln, nicht abschneiden. War jetzt natürlich blöd von mir. Das haben wir. Das haben wir auch. Ansonsten sind wir eigentlich super gut unterwegs. Ey, der Kohl verrottet. Wir haben viel zu viel Kohl. Ist es jetzt schon Sommer? Es wird Sommer jetzt, ne? Guckt euch die Temperaturen an. Wir kommen in den Sommer. Letzter Frühlingsabend. Wahnsinn. Wahnsinn! Ich werde mal gucken, ich werde hier jetzt auch mal Lehm abbauen lassen. So. Und so. Dann läuft das nämlich auch schon mal. Muss ich da eine Treppe wieder hinbauen? Ja, das werden wir jetzt. Forschung ist verfügbar. Kriegt man es noch zusammen? Die Holzwaffen. Wollten wir jetzt auch machen, ne? Machen wir auch. Holzwaffen. Blababam. Dann haben wir das nächste. Für. Den Nähplatz habe ich auch noch gar nicht angeschaltet. So. Bognereitisch. Ich sehe gerade nicht. So. Bognereitisch. Da geht ja keiner raus, dann kommt er hier in die Ecke. Dazwischen kommt der Tisch für die Holzarbeiten. Und da nebendran müssen wir den Näharbeitentisch. Baut hier irgendwo. Oder spinne ich jetzt? Ich wollte den bauen, hab's vergessen, ne? Dann baue ich den hier hin. Kann möglich sein, dass ich das wieder vergessen habe. Ey, das ist aber eine richtig geile Werkstatt, die wir hier aufzimmern. Und die wird auch komplett Stein. Aber komplett. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ich freue mich schon. Ihr Lieben, letzter Abend im Februar. Scheiße, letzter Abend im Frühling. Vielleicht ist es auch Februar, ich weiß es gar nicht. Es läuft. Es läuft wirklich gut. Der Kohl ist verrottet. Finde ich jetzt richtig schlecht. Warum auch immer der jetzt verrottet ist. Erik Tom schläft endlich im Bettchen. Kohl ist wieder verrottet. Boah, Leute. Jetzt ist unser ganzer Kohl im Arsch und wir haben kein Essen mehr, oder was? Was macht ihr denn? Wie? Dann müssen wir ja noch tiefer gehen, oder? Ja, wir haben 10 Grad, da kann der Kohl doch nicht verrecken. Das geht. Vielleicht brauchen wir doch das Eis. Wir gucken kurz nochmal in die Forschung bei der Kühlung. Nach und haltbar machen. Vegan. Verhindert den Verfall durch Bodenkontakt. Oh oh, ich habe eine ganz böse Ahnung. Wir gucken kurz. Ich habe hier Boden drunter, ne? Ja, leckste mich am Arsch. Ich habe hier Boden drunter. Erde. Ist das ungünstig. Jetzt muss ich kurz was gucken.
Wir müssen da Stein reinmachen. Kann ich den nachträglich reinsetzen? Kann ich. Kann ich, Gott sei Dank. Kalksteinboden. Und hier kommt dann auch Kalksteinboden hin. Freunde, es ist Sommer und ich habe richtig gefettfingert, ne? Ich habe ja richtig Scheiße gebaut. Das ist ja unfassbar. Ihr Lieben, das werden wir aber ändern. Der Sommer ist da. Also wieder hohe Temperaturen und Chance auf Hitzewellen. Wir hatten eigentlich den letzten Sommer, der war geil. Da war nicht viel passiert. Aber da habe ich ja jetzt mal richtig nicht aufgepasst, ne? Die Erkennung vielleicht viel zu spät, ne? Das muss der Ragnar durchziehen. Dass der Holzboden gebaut wird. Den muss ich auch, warte mal, kann ich den oberste Priorität machen? War ein bisschen zu tief, warte mal. Kriege ich den oberste Priorität rein? Nein, ne? Oh, das ist ungünstig, Ragnar. Du musst es bauen. Das ist wichtig. Der Boden, aber den noch nachträglich gebaut kriegt, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber er baut es ja, er hat es ja angehittet, ne? Ja, das ist jetzt Gülle, das ist jetzt halt mal passiert. Ich kann es nicht ändern. Schön ist es nicht, aber was ist schon schön, wenn irgendwas verreckt? Hermine ist auf jeden Fall dran. Erik Tom wird hier auf jeden Fall Gas geben, das weiß ich. Der ist so reif, oder nicht? Der Flachs. Ja, na, aber super reif. Die Allee funktioniert. Es ist okay. Es ist okay. Es ist halt jetzt blöd gelaufen. Cheate. Fleisch ist noch da. Wir haben fast keine Nahrung mehr. Eintopf ist noch da. Ist okay. Tierfutter ist da. Tierfutter muss ich weniger machen. Ohne Mist jetzt. Tierfutter, so viel brauchen wir nicht. War auch alles fertig, was man braucht. Ja, es fehlen Ressourcen. Und was fehlt? Wie können denn Ressourcen fehlen? Haben wir, das muss man jetzt noch kurz machen, haben wir noch jemanden, der dem Erik Tom da unter die Arme greifen kann, kurz, ernsthaft? Ja, Ragnar. Aber Ragnar ist ja komplett ausgelassen. Ja, haben wir keinen, muss er durch. Ich würde das ernten, aber auf jeden Fall auch auf die 1 setzen. Wieso ist es bei dir auf der 2? Wie du was pflanzt, ist ja dir erstmal absolut überlassen. Aber ernten muss auf der 1 sein. Was haben wir hier eigentlich? Gerste. Wild wachsend. Weg mit. Hallo. So, letzte Maßnahme. Ihr Lieben, es ist Sommer. Es ist Sommer, das heißt, wir müssen aufpassen. Ja, jetzt geht's los hier. Boah, ganz schwieriger Fall. Ich werde jetzt noch mal kurz hier unten reingehen und werde das mal hier unten. Was ist los? Und werde jetzt kurz sagen, dass hier unten im Lager erstmal nicht da, bis das gebaut worden ist. Dann kriegt man es vielleicht noch nach oben. Und da kommt hier erstmal alles rein. Nahrung, zack, fertig. Okay, so müssen wir es machen. So müssen wir es machen und das macht die Hermine auch, die kontrolliert ihr Lager. Dann bringen wir das nach oben, das letzte Stück, was wir haben, wird nach oben getragen, wird hier rein sortiert. Geht's denn hin? Geht's jetzt hin? Ist egal, wo es hingeht. Wir können auch hier noch mal kurz Regale hinbauen. So. Und so. Und sagen dann in den Regalen, wenn die fertig sind, warum? Ja? Dann kriegt man das so hin. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Müssen wir ein bisschen Gas geben. Darf uns nicht nochmal passieren. Ist ganz klarer Fall. Ist alles immer sehr schlecht, wenn sowas passiert. Das können wir nicht gebrauchen. Das kann weg hier. Ja, blöd. Naja. Hier wird gesammelt. Okay, Essen ist wieder da. Ist alles in Ordnung. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis morgen.